Ja, meine Lieben, und willkommen auf meinem leckeren Kanal. Heute geht es um Stäbchen. In China und in Japan werden meistens Holzstäbchen benutzt und in Korea Stäbchen aus Edelstahl. Ich werde sehr oft gefragt, wie man den Stäbchen richtig hält. Zwar können hier schon sehr viele mit Stäbchen essen, aber das irgendwie auch nicht so ganz richtig. Daher möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie man Stäbchen richtig benutzt, und ich werde versuchen, es so einfach wie möglich und hoffentlich auch verständlich zu erklären, wie das geht. Einige halten ihre Stäbchen so, andere so. Diese Haltungen funktionieren irgendwie auch, ist aber nicht ganz so korrekt. Ich halte meine Stäbchen so. Das erste Stäbchen legt ihr zwischen den Daumen und Ringfinger. Und das wird auch so festgehalten und ist unbeweglich. Die anderen Finger sind dabei noch frei. Das zweite Stäbchen wird durch Zeigefinger und Mittelfinger festgehalten und der Daumen stabilisiert es zusätzlich. Das ist das bewegliche Stäbchen und damit könnt ihr alles Mögliche greifen. So einfach geht das. Hier kommt der Test und wie man sieht, kann man damit sogar einzelne Reiskörner ganz gut greifen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich weiß, manchmal kann es schon schwieriger sein, wenn man sich an eine Haltung gewöhnt hat, das nochmal umzustellen. Aber Übung macht den Meister. Versucht es, übt es und wer weiß, vielleicht könnt ihr eines Tages auch schon Fliegen damit fangen. Also übt weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!